Hi. Ah, nee. Hi, this is Jason Green from Game World. I got word that LPF Interactive is working on a new game. Would you be willing to share some information on your current game project and do an interview about it? So. Ah, okay, wir können wieder das Spiel hypen oder wir können ehrlich sein. Ich habe meine Lektion vom letzten Mal gelernt. Da haben wir das Spiel gehypt und diesmal bin ich ein bisschen modest, also ein bisschen so, ja, okay. What is your expectation regarding the success of My Cute Little Alien Hams? Do you think that the game will be well received? Da sind wir ein bisschen... Thank you for your time. Da sagen wir so ein bisschen, ja, wir hoffen es natürlich und man weiß ja nie und pipapo und schieß mich tot. Level Design, Artificial Intelligence, Easter Eggs auf jeden Fall, bessere Dialoge, better AI. Damit die Kämpfe, die Rollenspielkämpfe natürlich fordernd sind, machen wir ein bisschen bessere AI mit rein. So. Thanks for agreeing to the coding contest. It was a big success. Kenneth Brooks won the contest and is lucky to distribute the prize of 90,000 to charity. We have also learned a lot in the process. Ja, wie gesagt, jetzt gibt's diesen neuen, so jetzt noch schnell Magazinwerbung mit Demo raushauen. Oder sollen wir sogar eine kleine... Was? Wir sind unter 6 Millionen... Oh, wir sind unter 6 Millionen gefallen. Wir sind... Uiuiui. Today the new game platform new by Inventor has been released. So, Word Design ist wichtig in einem Rollenspiel. Grafiken sind wichtig. Sound ist nicht ganz so wichtig. Machen wir Open World mit Rich Backstory. Uiuiui, wir sind... Oh, wir fallen. Bin ich da zu riskant in letzter Zeit wieder gewesen? Ich weiß es. Oh, wir haben im Design fast die 100er-Marke erreicht und im Hype haben wir auch die 100er-Marke geknackt. Technology ist ein bisschen weit hinten für meinen Geschmack, aber... Naja, gut. Kann man nichts machen. Jetzt bin ich gespannt, wie das Spiel ankommt. Ich hake es schon mal von der Liste ab. Bald habe ich damit keine Spiele mehr von euch. Also gerne weiterhin Vorschläge. Bitte unter die Videos, unter das Erklärungsvideo posten. Ich brauche weitere Vorschläge von euch, weil von Zocki fehlt mir noch eine Info. Deshalb kann ich das nicht umsetzen. Dann habe ich noch Seon und El Tono Spiel. Bei Hanami warte ich gerade noch, oder warte ich immer noch, ob sie jetzt einen Untertitel dazu packen will, beziehungsweise warte ich natürlich auch noch auf die Engine-Weiterentwicklung, weil da muss tatsächlich zwischen den Engines, die verwendet wurden, ein gewisser Abstand sein, damit das Spiel ankommt. Und dann haben wir es. Also da ist nicht mehr viel. Ich brauche Vorschläge von euch, sonst muss ich mir wieder eigenen Nonsens ausdenken. Und wo das endet, das wissen wir alle. So, die ersten Reviews von My Cute Little Alien Hamster. Sie haben es für Tage gespielt, sagen Star Games. Es war wunderschön, findet Informed Gamer. Es war unterhaltend, war die Meinung von Game Hero. Und ein gutes Spiel, sagt All Games, die keine Ahnung haben. Das war doch gerade noch eine 6er-Wertung. Haben die das nachträglich auf eine 7er-Wertung gerade hochgemacht? Bis? Hä? Okay, damit haben wir etwas besser als eine 7er-Wertung. Offenbar hat Rübka einen Riecher für Rollenspiele. Überrascht mich. Denn rollenspieltechnisch hat sie gar nicht mal so viel immer gespielt, soweit ich weiß. Da sehen wir es. Das ist jetzt... Ach nee, das sind noch die G3-Sachen. Das sind noch nicht die neuen. Oh, schade. Naja, gut, dann mache ich kein Training mit denen. Dann gucke ich mal, was ich vielleicht researchen kann. Ja, die nächste Grafik, die ist so hoch von den Research Points natürlich. Jetzt wird langsam alles teuer von den Research Points. Also ich spare jetzt tatsächlich mal auf dieses Multiplatform Optimized. Und auf jeden Fall auf die Sequels. Gut, dann schauen wir mal. Publishing Deals. Irgendein interessanter Publishing Deal. Zombies, any genre.
History, any genre. Dungeon und Rollenspiel. Zombies und any genre. Wir haben gerade ein RPG rausgebracht, ne? Als hätte ich vielleicht ein Zombie-RPG gesagt. Ich weiß halt auch zum Beispiel nicht, ob ein Strategiespiel auf der PlayStation 2 gut ankommt. Und wie lange die überhaupt noch auf dem Markt ist, vertreten ist. Ah, schwere Entscheidung. Nein, dann machen wir natürlich das, die Sportsimulation. Die Sportsimulation. Und natürlich ist uns allen klar, was das für eine Sportsimulation ist. Typischerweise könnte auf dem GS eine Simulation funktionieren. Nehmen wir den PC. Der PC alleine reicht in dem Fall. Es ist ein typisches Fußballmanager. Ein ganz klassischer Fußballmanager. Und heißt Anstoß. Wir kennen so die üblichen Sachen. Ne? Man übernimmt einen Verein, kauft Spieler ein, verbessert sie, versucht Meister zu werden, versucht immer weiter aufzusteigen. Das Gute ist hier nur, man kann zwischen mehreren Ländern auch wählen. Also man ist nicht so zum Beispiel an Deutschland gebunden, wie es auch bei einigen Fußballmanagern der Fall ist, sondern man kann auch einen internationalen Verein sich heraussuchen. So, der funktioniert dann in 2D-Grafik. Dann entwickeln wir doch mal. Bei einer Simulation ist die Story natürlich nicht so wichtig. Hier würde ich tatsächlich sagen, dass Engine oder Gameplay... Nee, das hier ist die Engine wahrscheinlich nochmal ein Ticken wichtiger. Game Tutorials, Safe Game, Multiplayer. Machen wir mit Spielständen, Game Tutorials. Ja, so machen wir es. Mache ich jetzt schon wieder Werbung? Ja, wir machen Magazinwerbung, aber wir machen diesmal keine Demo-Werbung, sondern nur einfache Magazinwerbung. So, hier sind die Dialoge relativ unwichtig. Die Artificial Intelligence ist aber wichtig. Und das Level-Design. Wobei Level-Editor hier eher unwichtig ist. Beta AI, so sollte es ganz gut. Ja, 6,8 Millionen. Der Junge... Wo sind wir eingestiegen? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, auf welchem Rang wir eingestiegen sind. Das Ding geht ja ab wie... Hui! 300.000 verkaufte Einheiten schon in der fünften Woche? Wow! Oh, wow! Da passe ich einmal nicht auf und dann geht das hier aber... Holla, die Waldfee. So, Stereo-Sound weiterhin natürlich. 2D-Grafik. Haben wir alles. Ah, der Alien-Hamster hat uns hier ganz schön den Hintern gerettet, möchte ich fast sagen. So. Sportsimulation. Anstoß und ein weiterer Haken. Und dann können wir eigentlich schon das Schul-Adventure von Xeon auch direkt umsetzen. Und dann ist die Liste durch. Dann bin ich tatsächlich mit der Liste durch. Ich glaube, da mache ich auch ein Aufnahmepäuschen. Und schau mal, was noch so rumkommt. Es ging ja deutlich schneller jetzt als erwartet. Hui. Wobei ich jetzt auch noch nicht so lange aufnehme. Gerade mal 40 Minuten. Oh. Muss ich mir vielleicht auch ein paar eigene Spiele noch ausdenken. So, da fällt mir tatsächlich ein, ich hatte nämlich überlegt, diese Idee von dem guten El Tonno, von dem Simulationsspiel, noch auf andere Weise nochmal aufzugreifen. Ja, schauen wir mal. So, die Game Reviews kommen rein, für Anstoß. Ist ein bisschen zu kurz geraten. Hallo, wir haben internationale Vereine mit drin, sagt es ist okay, findet Informed Gamer. Zeigt Potenzial, sagt der Game Hero. Simulationsspiele funktionieren gut auf dem PC. Also irgendwie sind die Magazine hier keine Fußballfreunde, Tonno. Ich fürchte, dass... Also ich sehe schon kommen, da wird der Protest auf jeden Fall geäußert. Aber auf dem... Wie heißt das? Ich bin ja nicht so der Fußballfan, deshalb kann ich es gar nicht sagen. Aber auf dem grünen Tisch wird das auch nicht mehr besser. My Cute Little Alien Hamster hat sich fast 360.000 Mal verkauft, hat fast hat sogar 2,5 Millionen uns eingebracht. Wow. Wow. Vielleicht ist natürlich auch das Problem, dass jetzt eine starke Audience in Richtung jung war. Und vielleicht hätte ich das Schul-Adventure noch rausbringen sollen statt Anstoß.
weil Schule für die jungen Leute quasi interessanter sind oder interessanteres Thema tatsächlich ist. So, dann, wo haben wir es denn? Das Schul-Adventure auf dem GS, auf dem PC und auf der PPS. Machen wir es mal. Ich mache hier einen Rundumschlag, ich wage es. Schul-Adventure, da. Und das Ganze heißt School Days. Und zwar handelt School Days, das ist so ein, einerseits so ein Daily Life Simulator. Deshalb müsste eigentlich noch Simulator rein, aber in meiner Vorstellung ist es. Weil wir durchleben jeden Tag, jeden Schultag, wir können bei Simulator, nein, das ist nicht richtig Simulator. Wir durchleben zwar mehrere Schultage, können Entscheidungen treffen, auf die Weise beeinflussen wir auch die Handlung des Spiels. Das heißt, quasi welches Ende wir am Ende erreichen werden. Es gibt mehrere Enden. Und zum einen durchleben wir also dieses Schulleben. Das heißt, wir treffen Entscheidungen, ob wir uns mit bestimmten Freunden treffen, ob wir lernen, wie wir zum Beispiel auch Tage verbringen. Also solche Entscheidungen, die halt auf das Schulleben Einfluss nehmen. Und gleichzeitig merken wir oder erforschen wir Gerüche? Gerüchte, so rum. Nicht, also es riecht zwar komisch in der Schule, aber also wonach jetzt die Schule riecht, das untersuchen wir nicht, sondern die Gerüchte, dass irgendwas Seltsames in der Schule geschieht, wenn kein Schüler mehr auf dem Gelände ist. Und das heißt, einige unserer Entscheidungen führen auch dazu, dass wir quasi nach Schulschluss auf dem Schulgelände sind und mysteriöse Dinge beobachten, wie erforschen, was da zugange ist und dass da angeblich eine gruselige Geistergestalt durch die Flure geistert, dass es Portale in andere Dimensionen auf dem Schulgelände geben soll, dass zu Mutproben Kinder abends dort blieben und am nächsten Morgen ermordet wurden, lauter solche mysteriös, seltsam, leicht gruselig angehauchten Sachen. Und passt also für die junge Zuschauerschaft, weil die der leichte Schauer auf ihrem Rücken, das ist es, was sie antreibt. Oder so ähnlich. So, das wird natürlich ein 2D-Spiel. Eignet sich nämlich dafür in dem Fall am besten. Die Engine ist gar nicht so wichtig. Story ist aber dafür umso wichtiger. Branching Story natürlich, weil multiple Enden haben wir ja. Game Tutorials brauchen wir nicht. Save Games haben wir aber auf jeden Fall. Dann machen wir direkt Werbung auch wieder. So, today Vonnie has announced the successor to the massively successful PlayStation 2. The new console is predictably called PlayStation 3 and comes with an impressive hardware configuration, making it the most powerful console in game history. So, ich streiche jetzt derweil übrigens schon mal Seons Spiel von der Liste, weil das haben wir ja jetzt in Angriff genommen und damit bin ich jetzt ja da auch durch. The console also doubles as a player for Blu-ray, which Vonnie hopes will be the successor to the DVD format. All this power comes with a hefty price tag, also making the PlayStation 3 the most expensive console ever. We will see how consumers will react to this, given the lower cost alternatives, however, considering the massive success. Ich bin lesetechnisch wieder voll die Granate. Aber so richtig. Ich überzeuge mit meinen Englischkünsten, das ist unfassbar. Massive success of the PlayStation 2. Vonnie can be hopeful. The console is expected to ship in the coming months. So. Was habe ich denn dann noch? Dann habe ich noch Hanamis Spiel und Zockis fehlende Informationen. Ja, sehr schön. Dann kann ich meine Notizzettel erstmal zur Seite legen, weil davon kann ich ja jetzt nichts mehr aufgreifen. Deshalb warten wir auch noch kurz. Oh, das gab doch, glaube ich, jetzt einen Anstieg von 30.000 oder so um den Dreh. Wir hatten noch knapp über 200.000, jetzt haben wir 230. Bin auch gespannt, was das für den Hype natürlich gleich bedeutet.
jetzt erstmal die Notizen wegpacken. So, also. Ein Hype von 20. Okay, ich hätte es mir mich gefreut, wenn es nochmal einen Ticken höher gegangen wäre, aber ja, beschweren sollte ich mich jetzt auch wirklich wieder nicht. So, dabei war das Spiel war nämlich noch ziemlich weit in den Anfangsstadien und hat dafür ordentlich was natürlich abgekriegt. Bessere Dialoge, Easter Eggs lasse ich immer drin. Ich finde Easter Eggs in Spielen schön. Deshalb bleiben in IG Zuckerbears Spielen auch immer Easter Eggs mit drin. Also entwicklungstechnisch sind die gerade echt ein bisschen auf dem echt langsamen Pfad unterwegs. Also so wird das aber nicht unbedingt gut. So, eine reiche Hintergrundstory, weil man findet ja viele, viele Informationen zu der Schule, zu den Mitschülern, lauter Lesestoff, den man sich reinpfeifen kann. Ich bin gerade so ein bisschen neben der Spur, habe ich das Gefühl. Seit ich jetzt den Haken gemacht habe und die G3 war, bin ich irgendwie geistig so bläh. Tot. Anstoß ist now off the market. Hat sich fast 100.000 Mal verkauft, hat 700.000 knapp eingenommen.